So Leute, welcome zu diesem Podcast und dieser YouTube-Folge. Mein Name ist Max Planer, bin Welt- und Europameister, Olympiateilnehmer im Rudern und jetzt Hard-Performance-Coach für Menschen, die sehr viel Drive haben, im Außen noch erfolgreich sind, aber mehr in ihr Herz kommen wollen, mehr in die Verbindung kommen wollen, mehr zu sich selbst finden wollen, um das Leben in seiner Fülle einfach noch mehr zu genießen. Ich habe mir vor einigen Tagen vorgenommen, bevor wir hier nach Andalusien gereist sind, wo wir jetzt gerade sind, dass ich hier damit anfangen möchte, sehr authentisch meine Gedanken zu teilen, mindestens einmal pro Woche auch eine Folge zu machen, ein Video zu machen, auch wo ich einfach, so wie jetzt beim Wandern, ihr merkt, ich bin aus der Puste, es geht sehr schnell den Berg hoch, bitte seht mir das nach, bin nicht mehr der Fitteste, meine Gedanken zu teilen und tiefe innere Gedanken mit euch zu teilen und euch damit natürlich zu inspirieren, zu motivieren, um das bei euch auch zu tun. Und ja, womit ich einfach starten möchte, ist einfach mal euch ein bisschen was zu erzählen darüber, was gerade in mir abgeht, was hier gerade los ist, bei mir persönlich. Ich habe vor ungefähr, mittlerweile 2,5 Jahren mit dem Leistungssport aufgehört, mit dem Rudern. Und schon davor ging das los. Die Leute, die mich kennen, die mich schon länger verfolgen, wissen das. Schon davor habe ich angefangen, innere Arbeit zu betreiben, mich mit mir selbst zu beschäftigen und ja, einfach zu schauen, was steckt da noch mehr dahinter, was kann ich da noch mehr rausholen, weil ich habe irgendwann erkannt, wow, Leistungssport, mega geil, Weltmeister, überragend. Aber irgendwas ist da in mir passiert, als ich zum zweiten Mal Weltmeister geworden bin. Natürlich auch meine wunderbare Verlobte Christine kennengelernt hat, die da unten gerade irgendwo kommt. Irgendwas ist dann mir passiert, als ich gemerkt habe, wow, ist ja alles schön und gut mit dem Weltmeister und dem Rudern und so weiter und dem Leistungssport. Aber irgendwie ist da noch mehr. Irgendwie merke ich, das ist nicht alles. Irgendwie merke ich, dieser Kampf, den ich da die ganze Zeit kämpfe, wo ich mich natürlich auch total freue, wenn ich Ziel erreiche und wenn ich vorankomme. Irgendwie habe ich gemerkt, das kann es noch nicht alles sein, weil jedes Mal, wenn ich ein Ziel erreicht habe, war das schön und gut, aber kurze Zeit später kam dann wieder das nächste und genau so ist es im Leben nun mal. Das ist ganz normal, das ist der ganz normale Lauf der Dinge, aber nichtsdestotrotz hat es mich nicht mehr so sehr erfüllt, um zu sagen, genauso mache ich das jetzt weiter. Und natürlich habe ich das erst noch gemacht, weil wenn so eine innere Stimme kommt, dann darf man ja erstmal hinhören und sagen, hey, ist das wirklich so? Stimmt das, was du mir gerade sagst? Und ich war damals natürlich noch sehr verliebt ins Rudern. Und ja, trotzdem habe ich dann angefangen, in mir selbst zu schauen, was geht hier ab. Eigentlich ging das ja schon viel früher los. Die von euch, die mich kennen, wissen, das ging eigentlich nach Olympia 2016 schon los, als ich so am Boden war. Da war ich am Boden. Ein Jahr und 2 Jahre später war ich dann ganz oben. Und es hat auch nicht so viel geändert. Klar hat es mich, irgendwie war es ein Reward für alle Entbehrungen der letzten Jahrzehnte, in den letzten 15, 16 Jahren. Aber nichtsdestotrotz war da mehr. Und ich weiß ganz genau, wenn du dieses Video hier siehst, weißt du, wovon ich spreche? Denn jeder von uns hängt in seinen Mustern drin, jeder von uns hängt in seinen Gewohnheiten drin, in seinen auch Ziele, an die wir uns gewöhnt haben. Oder Gewohnheiten allgemein, in denen wir drin hängen. Und denken uns so oft, oh, irgendwie kann das doch noch nicht alles sein. Irgendwie muss da doch noch mehr sein. Und genau deswegen habe ich mich damals auf den Weg gemacht. Und was dann passiert ist, war krass. Leute, ich sag's euch, es war einfach krass. Nicht, dass ich nur Christine kennengelernt habe, mit ihr eine wunderbare Beziehung jetzt führe, in der ich auch sehr wachsen durfte, mich sehr verändern durfte. Werde ich auch in weiteren Folgen noch drauf eingehen. Sondern auch einfach die Tatsache, dass ich mehr bei mir selbst angekommen bin. Und ich will damit gar nicht sagen, das sage ich auch immer meinen Coaches, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin nicht der Buddha, der Erleuchtete. Ich habe genauso immer noch meine Struggles. Aber
Ich habe so viel mehr zu mir selbst gefunden im Vergleich zu vor 6, 7, 8 Jahren. Das ist schon krass. Und das wäre nicht einfach nur passiert durch... So, jetzt setze ich mich mal hier kurz hin und warte auf Christine. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich einfach nur so weitergemacht hätte wie bisher oder Dinge so einfach angenommen hätte, wie sie sind. Oder gesagt hätte, gut, das ist halt so, so bin ich halt, wie ich es davor tatsächlich gemacht habe. Sondern ist alles passiert, weil ich angefangen habe, mir große, tiefe Fragen zu stellen über mein Leben, über mich, über das Leben an sich. Und diese Fragen, die haben damals eigentlich als Kind schon angefangen. Ich habe mich als Kind schon nachts vors Fenster gesetzt, rausgeguckt und gesagt, hä, was ist das hier alles? Warum bin ich hier? Was macht das hier alles für einen Sinn? Das ist dieses Leben. Und macht das eigentlich einen Sinn, jetzt das weiterzuführen? Oder in welche Richtung geht das hier für mich? Was kann ich hier, darf ich hier lernen? Was darf ich hier mitnehmen? Worum geht es hier eigentlich? Und diese Frage hat mich damals schon viel beschäftigt, aber die ist total abhanden gekommen für mich. Also die ist total in den Hintergrund gerückt dann, als ich dann im Leistungssport war und mich sehr fokussiert auf den Leistungssport. Da ist die Frage irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und Christine? Ja, ich warte hier. Wichtig, ne? Auch mal checken, wo der Schatz hier ist. Dann habe ich diese Frage halt in den letzten Jahren wieder mehr aufgegriffen, habe ich ja gerade schon erzählt. Und diese Frage führt dich so tief zu dir selbst rein, wenn du dich mal fragst, worum geht's hier eigentlich? Wozu bin ich wirklich hier? Wofür ist das Leben eigentlich da? Was darf ich hier für mich mitnehmen? Was darf ich lernen? Wo bin ich vielleicht besonders gut drin? Was kann ich besonders gut? Was sind meine Talente? Und da habe ich tatsächlich mich auf eine sehr tiefe Reise zu mir selbst begeben und mir sehr viele Fragen davon schon beantwortet. Aber das führt natürlich immer wieder zu weiteren Fragen, die immer weiter kommen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort erstmal für heute. Nämlich einfach mal zu sagen, frag dich einfach mal selbst, warum bin ich hier? Worum geht's hier eigentlich? Und konfrontiere dich vielleicht auch mal mit der Frage, was ist, wenn du nicht mehr da bist? Ändert sich da was auf der Welt? Hast du was hinterlassen oder nicht? Und ich werde jetzt auf jeden Fall meinem Schatzi mal ein bisschen Wasser hinterlassen, weil die ist ja ein bisschen am Austrocknen. Und dann geht's weiter für euch in der nächsten Folge. Mal schauen, wann die kommt. Nächste Woche oder vielleicht schon früher. Mal sehen, wie ich im Flow bin. Ganz liebe Grüße, peace out. Und ihr werdet jetzt häufiger solche Folgen von mir bekommen, wo ich einfach aus dem Herzen mit euch spreche, meine Gedanken mit euch teile. Und es wird noch viel, 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 viel deeper gehen als heute, weil das erst der Anfang ist. Und dann noch sehr, sehr viel in mir schlummert, was ich sehr, sehr gerne mit euch teilen möchte. Über meine innere Welt, übers Leben, weil ich das große Bedürfnis verspüre, mich auf dieser tiefen Ebene mit euch zu connecten und das rauszutragen, was ich in den letzten Jahren gelernt habe auf meinem Weg im Leistungssport, nach dem Leistungssport, in dieser Kombination, als ich aufgehört habe und so weiter und so fort. Peace out, bis zum nächsten Mal.